Okay, ich bin ein bisschen nervös. Alter, zwei Seiten klein gedruckt. Alter. Ja, ich hab mir was überlegt. Okay, in Klammern jedem ein volles Bier und einen Unterberg auf den Tisch stellen. Seid ihr versorgt? Nein, Hi, in Klammern Gelächter abwarten. Schön, dass wir es alle hierher geschafft haben. Ich habe zum Anlass ein kleines Gedicht vorbereitet. Noch nicht mal auswendig gelernt. Allerdings muss ich euch sagen, dass sich dieses Gedicht leider in keinster Weise reimt. Ich hoffe, eure Hirne schallt jetzt nicht direkt auf Druckzug. Aber ihr werdet sehen, mein Gedicht ist durch etwas anderes ausgezeichnet. Wisst ihr noch, als wir uns vor einem Jahr über Baggerfahrer Erika unterhielten und uns dachten, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn das Bier alle ist? Es ist schön, dass wir uns alle heute zu dieser Geheimveranstaltung versammeln konnten. Aber eigentlich sollten wir jetzt gerade verteilt auf den Wiesen von Riedenkreuth liegen. Die ganze weite Welt hätte es nie geglaubt, dass dieses kleine Scheißding uns gerade allen so ziemlich alles raubt. Ich denke an Tagen wie diesen nicht nur an unsere geliebte GOND, sondern auch an alles andere, was uns dieses Jahr nicht ermöglicht wurde. Das Hurricane, Vane Stream, Kerbholz Heimspiel, die Toten Hosen Tour, Rammstein und vieles mehr. Christian Steifen. Corona hat uns auf unsere Vorfreude vor allen Dingen eines entgegnet. Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir haben uns alle auf die unterschiedlichsten Sachen gefreut. Deswegen muss ich jetzt einmal ganz kurz unterbrechen. Bitte nehmt euer Bier in die Hand. Lasst uns das Glas erheben und anstoßen. Prost, ein Hoch auf die Toten. Prost. Auch leider hat es unsere Gruppe nicht vollständig hierher geschafft. Ich möchte alle unsere Gedanken einmal kurz an Nico, Daniel und Luna richten, dessen Chefs den Urlaub für heute teilweise nicht mal eine Woche vorher gestrichen haben. Daniel, Luna, Nico. Im Wind kann ich hören, wie ihr unsere Lieder pfeift. In Gedanken seid ihr bei uns, für ewig und für alle Zeiten. Ihr fehlt hier. An eure Chef möchte ich nur eines sagen. Fickt euch und verpisst euch. Jawohl. Prost. Gerade in so einer Zeit ist das eine ungeheure Sauerei. 2020. Jeden Abend gehen wir ins Bett und denken uns, haben wir wieder mal einen Tag verschenkt? Emotional ist das eine ungeheure Verzweiflung. Es klingt fast schon wie ein stummer Schrei nach Liebe. Pass auf, wird noch besser. Wir sitzen hier zusammen und schauen unsere Videos der letzten Jahre. Und es ist fast so, als ob wir im Buch der Erinnerung lesen. Ich muss sagen, ich erinnere mich gerne an diese Zeit. Es ist eine Zeit, die man nie vergisst. Doch schmerzhaft müssen wir feststellen, nichts ist für die Ewigkeit, nichts bleibt, wie es war. Und wir beginnen uns zu fragen, ja, wann? Wann kommt die Zeit? Wann werden Träume wahr? Wann ist es wieder soweit? Aber wir durften auch feststellen, Fallen fühlt sich an wie Fliegen. Für einen kurzen Augenblick bist du schwerelos und dann bricht es dir dein Genick. Heute allerdings haben wir alle aus dem ganzen Land uns hier versammelt. Also aus dem ganzen Land, wir haben welche, die sind weitergefahren. Heute, bei dieser wundervollen Nacht ohne Sterne. Wir alle haben uns gesagt, wir wollen lieber stehen sterben, als knien leben. Es drehen sich immer noch Feuerräder in unseren Köpfen. Deswegen veranstalten wir zu Ehren der GOND die KOND, die kleinste Onkels nach Deutschlands. Prost, ich bin noch nicht fertig. Getrieben von einem Gedanken, wir wollen die Onkels hören, ihnen die Treue schwören. Hier feiern wir bis tief in die Nacht. Verdammt nochmal, Gond Ultras an die Macht. Erhebt bitte nochmal euer Glas für Timo und Kiddy, die sich seit 15 Jahren für dieses Festival den Arsch aufreißen. Jawohl, Prost. Prost. Jawohl. Unsere Erlöser. Und dass wir uns heute hier versammelt haben, zeigt nicht nur, dass wir Rivalen und Rebellen sind. Schaut euch unsere bunt gemischte Gruppe doch mal an. Unter uns sind Tiefflieger, Mofa-Gangster, wilde Jungs, Kneipenterroristen, Kinder aus Hinterwald. Aber vor allen Dingen sind wir eines. Wir sind eine Bande feister Räuber. Oh. Und wir sind da und sind die Brüder, die wir schon immer waren. Aber wie wir auch feststellen dürfen, die Jahre ziehen ins Land und wir trinken immer noch ohne Verstand. Und ich sehe hier unter euch durstige Männer, die langsam unruhig werden und Bock haben auf ein bisschen Assi Rock'n'Roll. Ja! Deswegen komme ich jetzt langsam zum Ende. Heute heißt es nicht, Zähne putzen, pullern und ab ins Bett. Heute ist sicherlich niemand anti-willkommen. Heute heißt es nicht, geh mir aus den Augen, ich kann dich nicht mehr sehen. Heute ist kein guter Tag zum Sterben.
Heute sagen wir, wir haben noch lange nicht genug. Heute trinken wir richtig. Heute gibt es Kuchen und Bier. Heute gehen wir zum Lachen in den Keller und trinken Terpentin. Heute sagen wir, hey, fick dich Corona. Heute sind wir nekrophil. Ah nee, warte, das war für die andere Veranstaltung. Nein, bitte. Heute ist die Stunde des Siegers. Wir schreiben heute noch Geschichte aus dem Leben aus dem Lichte. Wir schreiben heute zusammen das Buch Lebenslang eine Freundschaft tief im Blut. Und wir haben nicht nur Brot und Salz dabei. Und deswegen möchte ich noch einmal mit euch anstoßen. Und dafür habe ich einen kleinen Mutmacher mitgebracht. Und diesen trinken wir natürlich auf gute Freunde, verlorene Liebe, auf alte Götter und auf neue Ziele. Prost, viel Spaß auf der KOND 2020. Danke, Prost. Hat man euch nicht vor uns gewarnt?